Gut 1300 Gäste tummelten sich am Freitagabend im Hafen 2. Der Grund? Die Junior Awards des ADC. Jedes Jahr vergibt der ADC zu Deutsch Art Directors Club Preise für besonders gelungene Werbung. So auch an Christian und Andreas aus Hamburg. Mit ihrem ungewöhnlichen Staubsaugerspot holten sie den goldenen Nagel, die höchste Auszeichnung des Abends. Das, was wir hier haben, ein ADC Nagel, ist somit die beste Auszeichnung, Kreativauszeichnung, die man erwerben kann, gewinnen kann. Und ich glaube, auch wenn man es jetzt gerade nicht sieht, weil wir sind ein bisschen mehr geschockt, als dass wir uns freuen können, ist halt ja der höchste Kreativpreis, den man gewinnen kann. Für alle, die nicht in der Werbeszene zu Hause sind, diese zwei haben es geschafft. Denn es gibt zwar kein Preisgeld, aber der Nagel sichert ihnen die Aufmerksamkeit der ganz Großen. Spätestens heute Nacht 2 Millionen Anrufe. nicht nur von Freunden, sondern auch von Auftraggebern potenziell, hoffentlich. Ja, bitte, anrufen. Wahrscheinlich werden wir also bald einen ihrer Spots im Fernsehen sehen. Doch die zwei Jungs nehmen es gelassen und stoßen erstmal auf ihren Preis an. Dass die Nachwuchspreise im Hafen vergeben werden, hat schon fast Tradition. Die Party nach der Preisverleihung ist längst legendär. Bis in die Morgenstunden tanzen, trinken und feiern die jungen Werber ausgelassen.